Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag als persönlicher Koch. Ihr erkennt, der Hintergrund ist nicht mein Hintergrund, sondern ich bin bei Sturmi im Büro. Freunde, hier im Hause Sturmwaffel wird erstmal noch das Schlamassel von gestern bereinigt. Da ist auch Sturmi mein heutiger Gast. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hatte bisher anspruchsvolle und weniger anspruchsvolle Gäste, aber ich bin mir sicher, dass es heute nochmal eine ganz besondere Herausforderung wird, weil Sturmi, das muss eigentlich jeder von euch wissen, ist selbst Koch-YouTuber. Das heißt nicht, dass ich einer bin oder den Anspruch habe, aber Sturmi ist so ein richtiger, so. Du bist so ein richtiger. So. Du bist erst YouTuber und dann nicht Koch, sondern jemand, der kocht. Ja, aber du machst es schon ganz gut, deshalb denke ich mal, hast du auch schon viele, viele leckere Sachen gegessen. Meine Aufgabe wird sein, dich heute zu überzeugen. Breakfast Quesadilla heißt das Stichwort für heute Morgen. Sturmi hat mir einfach nur Rührei gesagt. Ich habe mir gedacht, Rührei, ich will den Mann überzeugen. Rührei ist Rührei. Wir machen nicht Rührei, wir machen Breakfast Quesadilla mit Avocado, mit Tomate, mit Sour Cream. Los geht's. Tomate. Das ist so nebenbei als Salz, das müssen wir jetzt. Freunde, ignoriert einfach Sturmi, wie er im Hintergrund versucht. Irgendwie so zu tun, als wäre es heute sauber. Genau, als wäre es sauber, als wären die hier organisiert. Spaß, die sind so krank organisiert. Diese Kamera, die ich hier benutze, gehört nicht mir, sondern sie ist einfach da, sie ist geladen und es ist einfach nur ein Wunder. Ich habe größten Respekt dafür. Ich musste gerade eben einen Ersatzakku bei Sebastian holen, weil meine Akkus alle leer sind. Okay, wir pfeffern und salzen die Eier schnell. Ich liebe diese Salzstreuer, no joke. Ich habe ja auch eine sehr coole Pfeffermühle, aber das Salz ist schon krass. Die Eier sind verquält. Oh warte, bist du bereit? Ich bin bereit. Oh mein Gott, zeig es mir. Damit aufschneiden, ja. Damit Kern raus, rauf einfach und dann so ein bisschen andrehen und hiermit kannst du dann in die Schale gehen und dann so Stückchen rausmachen. Scheiße. Ich probiere. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach Butter. Und jetzt? Oh mein Gott, das passt perfekt. Sollte ein Streifen sein. Nur dann hast du halt alles raus. Oh mein Gott. Das ist ein Flex. Also das ist wirklich ein Flex. Küchengadgets, das ist das beste Leben. Wir machen wie gesagt auch Käsestreifen in die Quesadilla, sonst wäre es ja keine Quesadilla. Sturmi ist auch da. Eigentlich hätte ich geriebenen Käse kaufen können, aber ich finde irgendwie geriebener Käse ist würdelos. Findest du es auch? Ich finde geriebener Käse ist würdelos, sagte er, während er gerade einen Kaffee aus so einer Maschine zieht. Ja, vor dir. Nein, aber wirklich. Und da ist kalte Milch dabei. Ich finde echt so geriebener Gouda, das ist irgendwie schwer. Also meine Mama hat mir halt mein Leben lang eingeprügelt, dass man Parmesan frisch reiben muss, was ja nochmal was anderes ist. Aber irgendwie hat sich das auf jede Art von Käse, die man gerieben konsumieren kann, transformiert. Das schneiden wir einfach in kleine Scheiben. Ich habe noch überhaupt keine Knife Skills, ne? Okay, wir machen diesen Ding an. Ist das eine Baconpfanne? Das ist ein Bräter, einfach nur. Aber er ist perfekt für Bacon. Das werde ich erstmal zu einer Wok machen. Lasst ein Like da dafür, dass es das Video mit der schlechtesten Soundqualität ist, was ihr jemals aus Sturmis Küche gesehen habt. Sturmi mal mit Ansteckmikros. Ich habe so da ein Mikrofon drauf und hier mein Handy als Absicherung. Wir legen jetzt mal den Bacon hier drüben in die Pfanne hinein. Ich glaube, das sieht man nicht mehr auf der besten Kamera. Drin. Oh, es ist nicht sehr heiß. Also irgendwie ist es noch nicht so schnell bei mir, aber ich bin vielleicht auch lost. Ey Freunde, wirklich, es ist ein Traum. Ich kann hier rüber gehen und habe einfach die wildesten Sachen an Equipment fürs Kochen hier. Hier drüben wird es auch langsam heiß, aber ihr seht es vielleicht, die Pfanne ist ein bisschen angedätscht. Ich hoffe, das wird kein Problem sein. Wir geben jetzt ein bisschen von dem Rührei in die Pfanne hinein. Das war doch ein bisschen viel, aber es soll ja auch eine Situation sein. Dann Käse hinein. Und jetzt kommt der Key, kommt auf diese Mischung, boom, einfach der Tortilla drauf. So einfach ein bisschen andrücken, dass dann Kontakt ist auf jeden Fall, weil der Tortilla muss greifen am Ei und dann will ich das Ganze gleich, ihr werdet sehen, in einer Drehung wenden. Ja, das verbindet sich hier langsam, ich merke es schon. Das ist so ein bisschen Gefühlssache, so den richtigen Zeitpunkt erwischen, um das Ganze dann einmal zu drehen. Hier wie gesagt noch Sour Cream. Wir machen jetzt hier drüben mal den Versuch, ich helfe ein bisschen nach kurz. Und ihr habt es gesehen, Leute, es hat halbwegs gut funktioniert. Also das Rührei klebt dran. Das kann man jetzt noch von beiden Seiten ein bisschen crispy machen. Jetzt legen wir den Speck mal in den Quesadilla hinein. In die Quesadilla hinein. Entschuldigt meine Spanier. Und jetzt nehmen wir einfach die Quesadilla und klappen sie hier so zu. Also ich werde das Ganze noch so ein bisschen flach drücken, weil das hebt sich sonst an. Legt das so drauf und wir warten, wie gesagt, ein bisschen, dass das von beiden Seiten ein bisschen anbräunt. Okay, und jetzt holen wir mal die Quesadilla raus. Boah, sie ist sehr heiß und es ist schon wieder der Bacon rausgekommen. Und das ist Johanna übrigens. Hallo. Und ich schneide jetzt so in Dreiecke. Dafür möchte ich dieses scharfe Messer mal probieren. Eins, zwei, drei. Das ist ein aufwendiges Frühstück. Es ist Breakfast-Quesadilla. Ich muss ja Sturmi überzeugen, es ist ja kein Spaß. Wovon? Ich bin ein Tag persönlicher Koch von verschiedenen YouTubern, heute von Sturmi. Und ich habe bisher sehr gute Noten bekommen. Achso, du machst gerade Frühstück für ihn einfach? Ja. Oh mein Gott, kann man nicht buchen?
Nur wenn du berühmt bist, leider. So, Käse und Ei sind drin. Wir legen wieder den Tortilla drauf. Aus irgendeinem Grund ist er viel kleiner als der andere. Aber das ist sehr gut. Vielleicht wird das jetzt auch Sturmis. Weil Sturmis muss, wie gesagt, der schönste sein. Wir wenden das Ganze. Schön, so muss es aussehen. Let's go. Boom, Speck rein. Hier noch ein bisschen Sour Cream reinstreichen. Das Salz. Klappen wir das Ganze wieder zu. Wenn ihr das seht und es zu Hause nachmachen wollt, das Wichtigste daran ist die beschichtete Pfanne, weil sonst funktioniert das mit dem Drehen nicht, sonst wird das ein riesiges Schlamassel. Benutzt eine beschichtete Pfanne, dann kann es eigentlich nur funktionieren. Das Essen steht, ich würde sagen, ich bringe es jetzt rüber zum Tisch, hol Freddy und dann geht's los. Du weißt, behalt im Hinterkopf, während du speist. Du weißt, während du speist. Du wirst heute jede Mahlzeit mit 1 bis 10 Punkten bewerten müssen. Also, guten Appetit. Look ist auf jeden Fall 10, 9 von 10. Ich bin ja einmal. Könnte ja immer noch besser werden, weißt du? Lass es dir schmecken. Das habe ich tatsächlich so immer nur in irgendwelchen amerikanischen Food-Videos gesehen. Guacamole drauf. Das für mich ist eine klassische 9 von 10. Ein klassischer 9 von 10. Hm. Weil es könnte besser sein, bestimmt, aber es ist halt übertrieben gut. Aber ich kann ja keine 10 von 10 geben, das geht ja nicht, das funktioniert nicht. Eigentlich darfst du auch erst aufessen. Alter. Nee, es ist wirklich sehr lecker. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns für das finale Rating, wenn wir aufgegessen haben. Mhm. Nein. 9 von 10. Wir sehen uns gleich wieder, damit Sturmi nochmal 9 von 10 sagen kann. 9 von 10. Okay, Leute, dann sehen wir uns für Mittagessen. Let's go! Und damit ist es Zeit fürs Mittagessen. Sturmi hat sich was relativ Einfaches von mir gewünscht. Steak mit Kartoffeln. Und weil ich Sturmi heute überzeugen will, mache ich die Kartoffeln, die ich schon für Sandra gemacht habe. Also quasi diese Ofen-Röstkartoffeln. Und dazu habe ich wirklich ein sehr nice Steak geholt. Das ist ein Entrecote. Nee, warte, man sagt Entrecote. Das habe ich schon mal falsch gesagt im Video und alle Leute haben gesagt, das heißt anders. Ich muss anfangen, indem ich die Kartoffeln schäle. Ihr könnt mir auch liebend gerne nochmal eure Vorschläge in die Kommentare schreiben, wer dabei sein soll. Ich habe ganz oft schon Crispy Rob gelesen. Das wäre natürlich cool. Ich habe mit Rob nicht so super viel zu tun. Ich kenne ihn, aber wir haben es lange nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, dass ich Rob gesehen habe. Deshalb ist es immer so ein bisschen schwer, dann sozusagen, ey, da wollen wir drehen und halt, wenn man sonst gar nicht so viel miteinander zu tun hat gerade. Das wäre cool. Luca wollen alle sehen, kommt auch auf jeden Fall noch. Ich habe auch Bock, das langfristig vielleicht echt auch mal mit irgendwie Leuten zu machen, die nicht von YouTube unbedingt kommen. Auch übrigens sehr lustig, dadurch, dass ich mich jetzt quasi zum ersten Mal so richtig regelmäßig beim Kochen filme, sehe ich immer, was ich für lustige Gesichter mache, so zum Beispiel, wenn ich Kartoffeln schäle. Salze den, da kann echt ordentlich viel Salz rein. Einen großen Teelöffel Backpulver hinein. Aua. Und wie auch schon beim letzten Mal, machen wir ein kleines Knoblauch-Rosmarinöl. Das gebe ich jetzt einfach mal hier in den Topf hinein. Und Freunde, ihr wisst, was abgeht, wir tun die Kartoffeln zum Öl. Also die Kartoffeln sollen quasi wie so ein bisschen Kartoffelbrei um sich rum haben. Jetzt machen wir den Ofen auf, der ist vorgeheizt und geben einfach die Kartoffeln hinein. So, ein bisschen verteilen. Also die müssen wirklich gut voneinander getrennt sein. Das ist, glaube ich, ein 700 Gramm Stück. Habe ich jetzt ein bisschen schon auf Raumtemperatur kommen lassen. Also es ist schon 2 Stunden oder sowas draußen. Und das werde ich einmal in der Mitte halbieren. Sonst machen wir überhaupt nichts damit. Chacozel Stück Fleisch. 40 Euro dafür bezahlt. Nur um Sturmi zu überzeugen. Schön in der Mitte. Alright. Haben wir 2 schöne Stücke Fleisch. Und ich habe wieder meine Grillplatte mitgebracht. Auf der werde ich die beiden Steaks gleich zubereiten. Baue das Ganze jetzt draußen mal auf. In der Zeit werden die Kartoffeln fertig. Alles ist on point. Ich freue mich. Wir sind draußen am Grill. Hier sind die beiden schönen Steaks auf dem wunderschönen Waffelbrett. Ich habe extra die geriffelte Seite von der gusseisernen Platte nach oben gelegt, dass wir ein schönes Muster haben auf dem Steak. Auf 1 Minute pro Seite. Jetzt drehen wir es mal vorsichtig auf die andere Seite. Und dann lasse ich es noch ein bisschen ziehen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns vielleicht gleich sogar einfach schon, wenn das Essen auf dem Teller ist. Lass uns das Mittagessen probieren. Was hast du jetzt genau gemacht? Das ist ein? Es ist ein Entrecote. Mhm. Gemeinsam mit Knoblauch-Rosmarin-Kartoffeln. Das ist hier Spot on, Medium gewünscht, genau. Spot on hat der Junge das gemacht. Oh mein Gott. Ich muss erst aufessen, ne? Ja. 9 von 10. Boah, das ist geil. Jetzt fühle ich mich richtig so, als könnte ich gleich einfach so ins Fitnessstudio. Das schmeckt richtig gut. I will show you guys. Es ist wirklich on point. Kartoffeln passen auch sehr gut dazu, ne? Mit dem Knoblauch. Mhm. Ich kann auch nur noch sagen. Würde ich sagen, sehen wir uns doch gleich wieder, oder? Gute Bewertung. Ja. 9 von 10. Sturmi möchte heute Abend Bolognese essen. Das klingt erstmal ganz okay.
Kann ja nicht so schwer sein. Die Sache ist, Sturmi ist Bolognese-König. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe jetzt hier gerade 2 Karotten, bisschen Sellerie, eine mittlere Zwiebel und werde das alles erstmal fein würfeln. Parallel gebe ich schon ein bisschen Olivenöl in die Pfanne hinein. Mit bisschen mache ich natürlich nur ganz ordentlich, weil Olivenöl ist gut. Mach das hier an. Fange schon mal an, wie gesagt, hier fein zu würfeln, das Ganze. Sturmi hat schon in allen Varianten, glaube ich, Bolognese gemacht und macht das Ganze wahrscheinlich, um mich wirklich zu testen, ob ich konkurrenzfähig bin. Dieses Format, ne, ein Tag als persönlicher Koch, sind eigentlich jedes Mal 3 Videos in einem. Also ich koche ja immer 3 Sachen und es gibt relativ wenig Leute, glaube ich, die das machen. Ich bin umso glücklicher, dass die erste Folge so gut ankam. Dieser Topf wird so schnell heiß. Wir geben jetzt auf jeden Fall in den Topf hier unser Hackfleisch hinein und braten das einfach von beiden Seiten an. Das ist jetzt übrigens einfach Rind und Schwein gemischt. So, das Fleisch ist jetzt von beiden Seiten schön angebräunt. Jetzt holen wir das gesamte Fleisch nochmal raus und geben jetzt in diesen Topf das gewürfelte Gemüse hinein. Das Ganze löschen wir jetzt wiederum mit Weißwein ab und warten, bis der ein bisschen verkocht. Ich hole mir mal die Kamera von hier oben, weil hier ist sie relativ unnütz. So, hier ist das Ganze schön am Köcheln. Der Weißwein verkocht gerade ein bisschen. Hier drüben liegt das Fleisch vorbereitet. Das wird gleich wieder hinzugefügt. Und ich merke schon richtig, es schallert rein. Und dann kommt noch Hühnerbrühe hinein. Ich habe jetzt keine Lust, die vorzumischen, sondern ich mache einen Teelöffel hinein und schütte dann einfach das Wasser drauf. 250 Milliliter, das sollte ungefähr passen. So, jetzt ist hier jede Menge Flüssigkeit drin. Rühre das Ganze mal, damit die Hühnerbrühe sich vernünftig auflösen kann. So, während das Ganze hier reduziert, geben wir auch einfach schon die Tomaten dazu. Wir brauchen nur 400 Gramm Tomaten. So eine Bolognese-Sauce ist eigentlich eine Fleischsoße und keine Tomatensoße, so dumm es klingt. Deshalb haben wir 800 Gramm Fleisch und 400 Gramm Tomaten. Die geben wir jetzt dazu. Boom. Verrühren das Ganze nochmal. Und jetzt geben wir zu dem Ganzen das Fleisch wieder zurück. Ihr wisst schon, an der Rewe-Kasse und so. Es ist locker eine Stunde später und die Soße ist sehr stark reduziert. Sieht sehr, sehr nice aus. Ich hoffe, ich werde Freddy mit dir überzeugen können. Nein. Nein, ich werde ihn nicht überzeugen können, Leute. Da drüben kocht das Wasser jetzt auf, so lange köchelt die hier noch vor sich hin. Ich werde sie jetzt mal abschmecken. Dann sehen wir uns gleich am Platz wieder. Na, habt ihr euch gerade gewundert, wo der Sound ist? Ja, das habe ich mich auch gewundert, als ich das Video geschnitten habe. Irgendwie ist bei diesem Clip hier kein Ton aufgenommen worden. Aber das ist kein Problem, ich vertone ihn einfach für euch. Zeng. Hast du Müllhunger? Ja, schon. Okay, gut. Du musst jetzt Müll essen. Einfach essen, für Schuhe. Ja. Okay, keine Ahnung, was das gerade war, aber es hat zu lange gedauert, um es nicht einfach drin zu lassen. Wir haben dann auf jeden Fall gegessen und ich habe Sturmi gesagt, dass er mir noch kein Feedback geben soll, bis wir komplett aufgegessen haben. Freddy, du hast die letzten 15 Minuten kein Wort gesprochen. Ich durfte nicht. Du durftest nicht? Wie war's? Es war ein Erlebnis, es war eine Reise. Ich muss sagen, ich bin ja bei sowas sehr eigen. Ich weiß. Deswegen muss ich leider sagen, es war sehr lecker, aber das kann für mich nur, und das wissen die Leute, die mich kennen, eine, ja, so 8 von 10 sein. Okay, das ist aber, das von dir zu hören, das aber ist so, als würde man... Weißt du warum? Sag's mir. Soße. Ich bin doch Schwabe. Süddeutscher. Ich brauche alles immer ertränkt in Soße. Mhm. Meine Spaghetti Bolognese, da siehst du ja nur noch so ein Nudeldeckelchen, ja, aus der Soße rausragen. Und bei dir ist das so, wie eine Bolognese sein sollte. Ja. Und da bin ich halt dann zu weit weg. Verstehe. Aber wenn ich mir jetzt noch Soße genommen hätte, dann hätte ich eine 9 von 10 gekriegt. Da ist noch ganz viel Soße drüben. Ich weiß, aber das hast du mir nicht hingestellt. Verdammt! Okay, Leute, trotzdem super heftige Bewertung vom Bolognese-König. Bolognese-Boss. Bolognese-Boss. Bolo-Boss. Ja. Eine Sache nur. Boss und das Bolognese. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und sehr fertig nach diesem Tag, an dem ich für Freddy gekocht habe. Es war mir eine große Freude. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video bzw. bei der nächsten Folge Ein Tag persönlicher Koch wieder. Macht es gut. Bis dahin. Und dann tschüss. Für Knossi. Stimmt nicht. Tschüss.